Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy immer noch. Hi. Wir haben gerade in einer wundervollen Fallsequenz den Untrunkenen hier gekillt und deshalb gucken wir uns mal in das Fass hier. Kohle, eine Fackel. Man kann eine Fackel nicht ins Inventar packen? Nein. Was ist das denn für ein Abfuck, Alter? Ich hab gesagt. Gitterstäbe sind abgeschlossen. Da hinten läuft einer. Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Geralt. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Was wisst ihr über Gorgonen? Gorgonen sind eine Art Ornithosaurus. Sie sind riesig groß. Sie sind das Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln und haben Ähnlichkeit mit Hähnen. Daher ihr landläufiger Name. Wie einfach alles weiß. Fahrt fort. Die Gorgo wird nicht selten mit dem Basilisken verwechselt, aber es sind zwei verschiedene Gattungen. Die Gorgo verwandelt Menschen nicht in Stein, wie der Volksglaube behauptet. Allerdings sollte man sich vor ihrem Schnabel hüten. Der Schnabel des Ungeheuers kann die lebenswichtigen Organe seines Gegners präzise wie ein Chirurg entfernen. Nicht selten kommt das Opfer auf der Stelle zu Tode, besonders wenn es von hinten angefallen wird. Und wie tötet man die Bestie? Man muss ein exzellenter Schwertmeister sein. Ohne Silberschwert dürfte es noch schwieriger werden. Eine Gorgo schleicht sich gern von hinten an. Bietet der Kadaver irgendwas Brauchbares? Ihre Augen sind eine vielseitige Zutat und kostbar. Ihre Schwanzfedern sollen noch wertvoller sein. Eindrucksvolles Wissen. Leider beschränkt sich mein Wissen über Ungeheuer auf die Gorgo. Ike von Denesle, mein verstorbener Vater, er möge in Frieden ruhen, hinterließ mir einen Stahlstich der Bestie. Es gab noch viele weitere Stiche, aber die verschwanden im Magen einer Manticora. Nur das Bild der Gorgo überlebte. Mein Beileid. Habt ihr die Manticora auch gejagt? Nein, da war ich nicht zu Hause. Später fand ich heraus, dass mein Vater trotz seiner Gebrechlichkeit gegen die Manticora gekämpft hatte. Er verlangte, auf ein Pferd gebunden zu werden und trat, ein Gebet auf den Lippen, gegen die Bestie an. Wie ihr euch vorstellen könnt, fand er ein tragisches Ende. Als ich zum Ort des Kampfes kam, litt das Ungeheuer schreckliche Schmerzen und war nur Augenblicke vom Tode entfernt. Da es meinen Vater nicht aus der Rüstung schälen konnte, verschlang es ihn fast am Stück. Später hieß es, das heilige Feuer in Ikes Seele hätte das Herz des Ungeheuers verbrannt. Ein Heldentod. Möge er in Frieden ruhen. Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Vizima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Möchten wir mit dem Fummelfritzen zusammen kämpfen? Er ist schlau. Wie hast du dich entschieden? Ich hab ihn mitgenommen. Ich glaube, es ist sinnvoller. Amnesie. Außerdem wirkt er ganz nett. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Junge, hinter dir sind gerade Ertrunkene gespawnt.
Silberschwert des Hexers. Tipp, ihr besitzt nun ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und Ungeheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiver gegen Mensch und Tier. Für den Sieg. Wusste ich schon. Das ist ziemlich cool. Jetzt steht da hinten noch ein Ertrunkener. Nee, nicht für die Gläubigen, für mich. Wie viele Zauber hast du nochmal? Einen. Oh. Wieso? Du willst ja schon zwei haben. Wann kriegt man den zweiten? Umland von Vizima, wo du nicht mehr hinkommst. Wie kriegt man den da? Ja, ich hab ja aus einer Höhle. Ich war in allen Höhlen. Ja, ich auch, da bei den Ghulen war das. Was findet man da? Ein Feuerzauber. Igni? Ja. Ist das eine Schriftrolle? Nein, das ist einfach so ein Zauber wie Art am Anfang. Also mit so ein paar Steinen. Ja. Wie kann man einen Zauber wechseln? Weil die Steine habe ich aktiviert. Achso, da unten links sind die, also. Okay, dann habe ich doch zwei. Vier. Okay, cool, das wusste ich nicht. Unbekanntes Kraut. Danke! Oh, das ist eine Quelle der Macht. Nein, Jack. Doch, Jack. Ihr habt den Ort der Macht gefunden. Was möchtet ihr tun? Ritual der Magie durchführen. Was ist jetzt los? Zeichenintensität um 100%? Nicer, scheiße. Ist irgendwie hier unten gut, oder? Weiß ich nicht. Ich probier's mal aus. Nein. Okay, ist sowieso Zauberkram. Irgendwie nicht, ne? Also Art ist ganz cool, weil man damit stunnen kann. Nein, Jack. Katze, please. Ich sagte please. Okay, da liegen einfach Überreste rum, die ich nicht nehmen kann. Danke. Meine Freundin hat mir da auch die Katze weggenommen. Katzen sind super. Allerdings. Aber sie nervt noch tierisch. Oh, die Sonne scheint hier gerade richtig mies rein. Ich habe gar keine Sonne. Hm? Wieso hast du keine Sonne? Bei mir ist bewölkt draußen. Okay. Hauptsache, die schicken uns in eine. In eine Gruft, wo ein Ausgang gibt. Ja, wie sollen wir auch wieder rauskommen, wenn wir das Vieh getötet haben, oder? Ja, aber mit dem Ausgang und. Also, es gibt hier einen Ausgang und. Ja, das, wo wir reingekommen sind, ne? Das ist nicht das Gleiche. Das meine ich. Das ist vielleicht ziemlich dämlich, es uns einen Ausgang zu geben. Als ob wir als Hexer nicht einfach rausgehen würden. Kannst du bitte hier Licht machen? Siegfried und Roy? Wo ist dein Tiger gelassen? Oh, jetzt sind wir immer ertrunken. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Auf welche Idee?
Und ich spiele auch gerade nur Witcher. Also ich bin jetzt auch gerade da, wo du bist, nur da ist noch ein anderer Weg hin und den konnte ich vorhin nicht gehen. Jetzt gehe ich da gerade mal lang und find's cool hier unten. Was meinst du mit dir, ist noch ein anderer Weg? Das ist ein anderer Weg, aber den kannst du jetzt nicht nehmen, also der ist auch wichtig für dich. Momentan noch. Welchen meinst du? So eine Tür. Achso, ja, das ist da, wo bei mir Ausgang dran steht. Also auf der Karte. Ja, es gibt mehrere Ausgänge hier, glaube ich. Also auf der Karte sind... Ach, da hinten meinst du, okay. Gitterstäbe abgeschlossen. Mich verwirrt, dass die Karte genau andersrum ist wie Geralt. Ritterleichnam. Schlüssel. Brief von Ritter Erik. Oh, das gibt bestimmt wieder viel zu viel zu lesen. Katze. Please. Also ich finde es ja eigentlich super, wenn die Katzen mit irgendwas spielen, ne? Aber nicht, wenn ich aufnehme. Oh. Warum verprügelt der Ertrunkene die Gorone? Weil sie sich nicht mögen vielleicht. Ja, wer macht die keinen Schaden? Niederschlag. Ich wurde niedergeschlagen, was zum Teufel? Gorgonen, starker Kampfstil? Nein. Glaube ich. Schneller Kampfstil. Scheiße, die Gorgone stößt mich die ganze Zeit nieder, Alter. Oh, okay. Da habe ich jetzt einiges gefunden gerade. Ja? Ja. Okay. Einiges. Psst. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Gut. Meine Alchemie ist fast voll. Also meine Alchemie-Dings. Lohnt sich hier noch umzugucken oder nicht so? Ja. Bisschen. Gut, dass ich sowieso mal dabei bin. Hm? Sowieso mal alles an. Mhm. Man spielt auch doppelt so viel Spaß, wenn man sich alles anguckt. Okay, ich habe jetzt alles angeguckt, was ich mir angucken konnte. Ja. War nichts weiter Interessantes, schade. Ausgang zum Tempelbezirk, Gorgonennest, Lagerfeuer. Du bist jetzt bestimmt durch den Ausgang zum Tempelbezirk reingekommen, oder? Ja. Okay, da gehen wir jetzt raus, oder? Ja. Okay. Und du sagst nochmal wiederkommen, macht Sinn. Psst. Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Ich höre Schritte? Es ist der weißhaarige Dreckskerl. Tötet ihn! Den Ritter... Was sind das denn jetzt für Wichser? Meuchler. Kann der Ritter sterben? Glaube ich. Ist das schlecht für mich? Auf jeden Fall leben. Ja.
Okay, ist also gut. Glaube ich. Was? Okay, hab's umgebracht. Ohne dass der Ritter stirbt. Cutscene? Freunde von euch? Kann man so sagen. Die Schurken mit den Salamander-Abzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irre aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah, eure heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. Okay. Wo gehen wir jetzt lang? Nach Narnia. Folgen, also gehen wir jetzt aus dem Tempelbezirk raus? Ja, okay. Jetzt müssen wir bestimmt in den Knast gehen. Visimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Scheiße, man, die Stadt ist nicht gerade klein. Rettung? Was? Rettung? Was Rettung? Was Rettung? Hier hängt ein Ding an der Wand, das heißt Rettung. Da kann ich was reinstopfen. Was ich nicht habe. Muss man das verstehen? Oder keine Ahnung. Später? Also, ne, das habe ich auch nicht. Ich habe da einfach aufgeklickt und wusste nicht, was das ist. Okay, ich rede jetzt mal ein bisschen mit den Leuten. Hey, Soldat! Ihr könnt sicher gut mit dem Schwert umgehen. Was gibt's? Hört, kurz vor dem Krieg habe ich Familienerbstücke und ein paar andere Wertsachen in den Kloaken versteckt. Und jetzt... Wollt ihr einen Fremden anheuern, um sie wiederzubekommen? Ist das euer Ernst? Wenn ihr mich ausrauben wolltet, wärt ihr ruhig geblieben. Ich kenne euch nur zu gut. Ich habe euresgleichen im Krieg gesehen. Der Tod war ihr ständiger Begleiter. Wie lautet jetzt der Plan? Ich sah Eindringlinge. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wollte ich das Versteck erreichen. Aber ihr könnt alles behalten, wenn ihr mir nur den Familienring zurückbringt. Warum ist dieser Ring so wertvoll? Familienangelegenheiten. Nicht weiter interessant für euch. Mit dem Ring komme ich zu meiner Erbschaft und das ist das wahre Vermögen. Okay. Erzählt mir mehr. Aber wisset, ich töte keine Menschen. Geduld. Ich bin noch nicht fertig und ihr zieht schon voreilige Schlüsse. Untote treiben sich bei meinen Habseligkeiten rum. Ich will nur meinen Ring wieder haben. Gut. Du hast es wahrscheinlich gerade gemacht, ne? Den Schatz geholt und den Familienring. Welchen Familienring? Das ist eine Quest. Von wem? Von so einem Typen, der vor der Kloake steht? Nö, hab ich nicht gemacht. Ich hab ihn wahrscheinlich gerade aufgehoben, aber... Ich habe mit dem Typen gerade nicht geredet. Ich glaube, ich bin erstmal direkt zum Knast gegangen, bei mir stand da keiner. Okay. Ich mach das. Gut. Und ich behalte alles, außer dem Familienring? Genau. Da sind so einige Wertgegenstände in der Kiste. Gehört alles euch, im Tausch gegen den Ring. Dieser Schlüssel öffnet das Tor in den Kloaken. Wo genau kann ich dieses Versteck finden? Geht in die Kloaken und sucht nach einem Tor, links vom Eingang. Mein Schlüssel sollte passen. Dahinter findet ihr die Gruft, wo ich die Truhe versteckt habe. Und wo finde ich euch,
wenn ich zurückkehre? Ich werde jeden Morgen hier warten, bevor ich mein Tagwerk beginne. Okay, jeden Morgen hier. Das ist ja schon mal schön. Dann haben wir eine neue Quest schon mal, toll. Dann reden wir erstmal mit dem armen alten Mann. Habt ihr etwas Geld übrig? Nein, nicht für dich. Gut. Boah, hier sind mir viel zu viele Leute. Die große Flucht. Siegfried, mein Schiff. Gut, das lassen wir uns mal auf der Karte anzeigen. Dann laufen wir mal. Weißt du, wann die Aufnahme angefangen hat? Der Detektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann ich die Aufnahme angefangen habe. Nein. Gut. Mag die Stadtwache mich vielleicht nicht? Ja, eigentlich sollten die dich mögen. Okay. Dann ignoriere ich erstmal jeden und laufe erstmal... Oh, ein Kind! Zum Knast. Gut, dass er nicht so weit entfernt ist. Ihr seid frei, aber an die Quarantäne müsst ihr euch trotzdem halten. Soll heißen? Verlasst den Tempelbezirk nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Wir behalten euch Hexer immer im Auge. Habe ich euch nicht von gleichen Rechten für alle reden hören? Was gibt's, Hexer? Gott. So viel zu reden. Ich habe übrigens keine Ahnung, wann die Aufnahme angefangen hat. Scheiße, ey. Schatz? Kannst du nachgucken, wann du gerade eben telefoniert hast? Ja. Dann mach das bitte. Jetzt wäre super. Vor 25 Minuten. Wir haben also noch 5. Also reden wir nochmal kurz mit dem Typen. Wie kommt ihr mit den Salamandra-Ermittlungen voran? Geduld, Hexer. All das wird sich heute Abend aufklären. Kann ich euch irgendwie helfen? Haltet euch vom Lagerhaus im Elendsviertel fern. Das ist ein delikater Fall, bei dem euer Schwert nicht erforderlich ist. Noch nicht. Die Lagerhäuser. Ihr geht da doch nicht allein hin, oder? Es ist eine geheime Mission. Wie soll ich da denn hingehen? Mit einer Truppe in voller Rüstung und einem Trompeter? Immer mit der Ruhe. Ich bin kein Anfänger und habe einige Asse im Ärmel. Zweifellos. Soll heißen? Na egal. Genießt den Tag, kostet eure Freiheit aus. Und morgen serviere ich euch vielleicht Javits Eier auf einem silbernen Tablett. Ich kann beweisen, dass ich die Gorgo getötet habe. Beeindruckend. Das macht 400 Orens Belohnung. Wohlverdient. Was? Der Ficker gibt mir 400? Nice! Kümmert ihr euch auch um Ungeheuer? Ich möchte meine Männer der Gefahr nicht unnötig aussetzen. Ich bezahle jeden, der ein Ungeheuer tötet. Welche Ungeheuer bringen die größten Belohnungen? Momentan umfasst mein Etat eine Belohnung für die Gorgo in den Kloaken und eine blutrünstige Pflanze, die im Sumpf Leute tötet. Merke, Pflanze im Sumpf. Stufe aufgestiegen schon wieder? Ja, man levelt ziemlich schnell am Anfang noch. Okay, gut. Quest, ich habe eine Belohnung für die Trophäe eingefordert. Hundeteil, Gigit. Da musst du Hunde für töten. Wofür braucht man das? Ach, Klingenüberzug, okay. Und Geld. Ist das viel wert?
150 Ohrens oder so. Was? Aber ich will keine Hunde umbringen. Nur mal das Geld halt, what the fuck? Oh, ich hab noch zwei Würfelkästchen. Was hast du gesagt, bringt einen silbernen Punkt? Der Trank mit dem Essenz von dem Fieder, von dem von der Bestie. Ah, okay. Bodengitter. Gut, ich rede jetzt mal mit Jethro. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Ausrüstung bester Qualität. Er will einfach alles verkaufen. Ich muss mal Sachen aus der Truhe holen und den Gorgo-Kopf Vincent bringen. Hab ich doch schon. Jetzt sag mir nicht, deshalb krieg ich eine Schwester nicht abgeschlossen. Doch, du musst nur das Zeug aus der Truhe holen. Hast du auch so rumgemacht? Ja. Gut. Glaube ich zumindest. Einheimischer Pepper-Wodka. Oh Gott, habe ich viel Krams. Pepper-Rowka habe ich auch, 2 Stück. Eine Fackel hat er mir schon gegeben, danke. Verkaufen. Wertsachen kommen mal unten hin. Wertsache. Ja, hallo Katze. Danke. Was? Die haben uns unsere ganzen... Hä? Wir haben 1000 Ohrens und hier in der Kiste liegen nochmal 1700 Ohrens? Was? Du hast auch ein bisschen Geld gemacht durch die... Okay, die 400 hast du gemacht und hast wahrscheinlich noch was gefunden bei denen. Ich habe gerade 2800 Ohrens? Was? Ja. Das ist eine alchemistische Zutat. Buch des Waldkauts. Das ist auch nichts. Das könnte jetzt einen Augenblick dauern, weil ich meine ganzen Sachen trennen muss. Ich sortiere ja liebend gerne. Du kannst das Inventar beim Händler übrigens nicht sortieren. Ich weiß. Das habe ich schon gemerkt. Salamandra-Brosche kann man verkaufen, hast du gesagt? 3 Stück oder so? Brief, ein Malmstein, eine Zuckerpuppe ist was zu essen, ein Schleifstein, ein Feuerstein, Gänseschmalz ist was zu essen. Ne, ist Fett. Ist was um Waffen zu schmieden, okay, dann kommt das jetzt dahin. Fett, Speise. Pepper-Wodka ist Grundlage für Tränke. Futter. Roggenwodka. Das sind Tränke. Das ist Alkohol. Zum Verschenken. Tut mir leid, wenn ich mir alles 10.000 Jahre lang durchgucke, aber ich will halt ein geordnetes Inventar haben. Ich habe auch gerade die Quest angefangen, die du Welche? Hast. Mit dem Typen da, der sein Familienerbstück haben möchte. Achso, oh wow. Da bist du früh drauf gekommen. Nein, Katze, nicht auf den Tisch. Ich habe kein Wort verstanden. Es ist eine Katze. Ja, und? Du hast Katzen. Habe ich Katzen gesagt? Weiß ich nicht, Katzen hast du gesagt, oder? Ich weiß nicht mehr, ich dachte, ich hätte Katze gesagt, aber ist ja auch okay. Ich hatte Katze, ich habe mir auch aufgepasst, ich bin auch gerade am Questen. Achso, okay. So, das ist ja rot. Nee, der kommt dahin. So, Tafelwasser ist ein Getränk, ganz normal. Ja, Katze, danke. Nee, danke. Lass das. Aua. Was möchtest du denn? Weltkauz. Ich habe so viel Kram gerade.
Das ist was mit Wert. Zum Verschenken. Zum Verschenken, zum Verkaufen, zum Verschenken, zum Verkaufen. Zum Verkaufen, mein Inventar ist voll. Alchemie, Alchemie, Alchemie. Ein Schlüssel. Makama-Met. Okay, das ist was zu saufen. Eine Schriftrolle. Ein Buch. Und mein Inventar ist voll, danke. Meins ist auch ziemlich voll. Ja, meins ist ganz voll. Ja, war es bei mir gerade auch. Jetzt habe ich ein bisschen was freigeräumt. Aber ich schaffe irgendwie nie alles rauszulegen, weil ich immer tausend Sachen behalten muss. Ja, das ist richtig schlimm. Also schmeiße ich jetzt Essen weg. Doch in Afrika hungern die Kinder. Ja. Könnt ihr Witcher spielen? Check mal. Hauch des Jenseits. Das ist das Teil, was du brauchst dafür. Wofür? Den Trank. Ah, okay. Könntest du das bitte lassen? Bitte? Okay. Au, 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 ah. Das ist doch schon. Feine Katze. Ich hasse ihn zum Glück auch nur ein bisschen. Ja, lass mich nicht los. Mach ihn ab von mir. Bitte. Danke. Oh mein Gott, ich bin die Katze los. Ist er schon wieder in die hochgeklettert? Ja. Sehr gut. Au, ah. Angenehm, danke. Ah. So. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr, was ich weglegen kann. Buch des Waldkauzes. Was brauche ich denn nicht? Also Essen ist relativ überflüssig, oder? Ja. Gut, dann schmeiße ich jetzt alles, was ich an Essen habe, weg. Und an Alkohol. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich Alkohol wegschmeiße. Das gute Alkohol. Braucht man die Bagästenschädel noch? Weiß ich nicht. Glaub nicht, nein. Also ich hab. Glaub ich hab die alle in den Händler gepackt, also in den Lagerplatz gepackt. Okay. Ich nehme sie aber vorsichtshalber noch mit. Super, dass die Katze einzeln gegeben haben. Das stapelt sich ja nicht automatisch, wenn man das kriegt. Okay, jetzt noch Salpeter und ich bin wieder fertig. Brot, Birne, Saufen, Huhn, Blaubeere. Okay, da liegt nur Saufen. Kann ich jetzt zumindest. Gott, was bist du denn? Mal gucken, wie ich den bekämpfe. Das ist stark. Das sieht euch nichts an. Ich wollte doch nur. Ich glaube, der kokst gerade. Wir können dem Typen was schenken? Wen? Dem. Jeffrey? Ach so, scheiße, Jeffrey. Der Part war zu Ende, ne? Ja. Gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Yes.